Ein für viele Eifeler Ortschaften bis zum Zweiten Weltkrieg typischer Erwerbszweig war das Kalkbrennen. Für die Filmdokumentation setzt ein alter Kalkbrenner aus Gransdorf, Kreis Bitburg-Prüm, seinen seit 4 Jahren stillgelegten Ofen noch einmal in Gang. Er hat einen Gehilfen bei sich, den er in die Brenntechnik einweisen will. Der Doppelofen, dessen rechter Schacht seit den 60er Jahren stillgelegt ist, liegt am Hang. Bedingt durch diese Lage kann man sowohl die Feuerungsöffnung, das sogenannte Mundloch, als auch die Ofenkrone ebenerdig erreichen. In unmittelbarer Nähe des Mundlochs ist das Holz für den Brennvorgang aufgestapelt. Alles an der Reihe, alles sauber. Jetzt hat man kein Städtchen. Lass mal gucken, gell, mal klar. Guck ich so an. Dann du euch hin, dann gucken wir nicht. So. Alle dann dabei? Ja. Ja. In der Feuer am Ofen ist alles in Ordnung. Ja. Da könnten wir ja auch fangen. Ja, da gehen wir da hoch. Da fangen wir wohl. Zunächst überprüft der Kalkbrenner, ob der Ofen seit dem letzten Brennen nicht verunreinigt worden ist. Ja, juckt ja, das mit dem Holz sein. Geht das da? Ja, was nicht da geht, hey, ein bisschen schlecht ist hier genau. Oh ja, da werden wir wohl noch rein. Dann gucken wir uns, ob die Stelle mal da ist. An Werkzeugen haben die Kalkbrenner lediglich Hammer und Säge bei sich. Der Ofen wird also ohne weitere Hilfsmittel gefüllt. Aber gut, Knubbs. Oh, was hat der Kerl dabei? Dann will ich den sogar kaputt kriegen. So, da muss man gucken, ob man ihn kann. Du hast noch einen, das sind hier der Speiskraut. Ja. Das wird wohl helfen. So, Jupp, was machen wir mal zur Sicht? Ja, gehst du viel Geld, ich hole den Leder ab. Also. Ich setze ihn selber ran. Der Ofenschacht aus dem Jahre 1919 fasst rund 450 Zentner Kalkstein. Dieser ist bereits aus den nahegelegenen Kalksteinbrüchen bei Pickliesem herangeschafft worden. Besondere Sorgfalt verwenden die Kalkbrenner auf die Auswahl derjenigen Steine, die sich als Schlusssteine der Gewölbebögen eignen. So, da holen wir sie, wie sie gewachsen sein. So, was für stehen können wir da ran? Egal, was für. Das ist ganz egal, gell. Dann geht ihnen wieder noch auf. Die Schliss, gell. Verstehst du? Also. Der Ofenschacht ist etwa 4 Meter tief und hat einen Durchmesser von 2,5 Meter. Ja, Fried, da können die noch in Verbindung mit da noch. Also, da können wir die Haie halt runterschmeißen. Ne? So. Ich kann diese Ohren. Beim Füllen des Ofenschachtes achten die Kalkbrenner darauf, dass die Ofenwand möglichst nicht beschädigt wird. Ebenso wenig darf der Sandsteinboden beschädigt werden. Das Aschenloch ist mit einer Eisenplatte abgedeckt. Das ist ein Vorteil. Der alte Kalkbrenner ist zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen 79 Jahre alt. Er stammt aus einer Familie, in der seit mindestens 5 Generationen Kalk gebrannt wurde. Seit 1919 betreibt er neben der Landwirtschaft die Kalkbrennerei. Er belieferte bis 1975 hauptsächlich Anstreicher, Bauunternehmen und Winzerbetriebe an der Mittelmosel. Dafür musste er früher oft 2 Öfen pro Woche brennen. Die kleinen Steine heißen Spatzen oder auch Kiesel. Man benötigt sie zum Unterfüttern und für die Abschlusskappe auf dem fertig gefüllten Ofen. Sind ja genug. Bleibt ja genug. Ja, ja. Wir müssen reingehen zum Bauen. Es liegen nun genügend Steine für die ersten Bögen des Feuerungsgewölbes im Ofenschacht. Da kannst du mal nachfolgen. So, da kommen wir rein. Zunächst wird das Mundloch freigeräumt,
Dann kann das komplizierte Setzen des Gewölbes vorne an der Öffnung beginnen. Wir zwingen hier am Kabelchen zurechtkommen, gell? Da fängt er an zu setzen. Bis die 450 Zentner Kalkstein fachgerecht im Ofen untergebracht sind, vergehen etwa 2 Tage. Zunächst schichten die Kalkbrenner rechts und links vom Mundloch den Unterbau für die Bögen auf. Sie wählen solche Steine aus, die möglichst rechtwinklig sind. So, der setzt. Dann holen wir halt den Deckel. So, der setzt so richtig viel rein. So, setzt den. Damit die Bögen des selbsttragenden Feuerungsgewölbes nicht nach außen wegdrücken können, baut man ein Widerlager. Da drin, so, noch hier setzen. So, dann gehen wir rüber. Das fertig. Dann machen wir noch weiter. Die Deppen gehen her. Passt wunderbar dahin. So, was noch? Bei den? Okay, kommt der das noch nicht? Ich kann nicht drüber gucken, ich darf den nicht. Bei den? Ja. Oder kann ich anders setzen nachher, gell? Die kleinen Steine legt man gesondert, damit man sie zum Unterfüttern gleich zur Hand hat. Von besonderer Bedeutung sind die etwa 10 bis 12 Zugkanäle. Sie führen sternförmig am Boden vom Feuerungsraum weg, enden jedoch vor der Ofenwandung. Andernfalls würden die Flammen direkt an der Wandung hochschlagen, die Wirkung der Hitze verpuffte. So, halt den großen Druck. Fallen sie auf. Am Boden links vom Mundloch sind deutlich die beiden ersten Zugkanäle zu erkennen. Wie viel Platz hat? Ja, schmeiß noch ein paar Klinnen an. Da geht das Loch mal zu. Bis Unterbau und Widerlager aufgeschichtet sind, vergehen einige Stunden. Ja. So. Die Leiter weg. So, da holen wir die Leiter weg. Da fällt einmal dem ersten Bogen an. Jawohl. So, ich hab ein paar Stirn gern. Ja, ich sag, da war es 4 Uhr. Ja, da. Das sitzt doch nicht richtig. Wie hast du das Heimat, dem?
Aber das geht nicht. So, kannst du eine gebrauchen? Ja, lass uns. Pasten? Passt, ja. Das holen wir nach. Hallo, Non. Ja. Wir wollen nicht mal noch stehen. Das eigentliche Setzen der Bögen des Feuerungsgewölbes dauert etwa 3 bis 5 Stunden. Je nach Größe der Steine müssen mindestens 4 bis 5, meist jedoch 6 bis 8 Bögen gesetzt werden. Früher verrichtete der alte Kalkbrenner diese Arbeit alleine. Manchmal holten ihn auch weniger geübte Kalkbrenner und ließen sich von ihm das Gewölbe setzen. Dies war aber die Ausnahme. So, eine Decke. So, ihr kommt her. Ja, ich kann nicht da lassen, das fällt ja noch. So. Also, ach, hol da noch stehen. Den Herr war passt. Ich hol nicht schon stehen. Oh, der passt mir nicht. Plötzlich fällt er zusammen. Ja, das brenzlig. Ja. Ja, so haltet. Geschafft. Jawohl. Ja, okay. Hier kriegt ihr dann noch ein Haar von Hai. Ja. Das Setzen der einzelnen Bögen klappt nicht immer auf Anhieb. Häufig müssen die Steine getauscht und neu geordnet werden. Ist der erste Schlussstein eingepasst, unterfüttert man mit kleinen Steinen und vergrößert das Widerlager. Das war nicht. Der kommt, der so. Was denn hier neues? Weg. So, dann hol der Decke jetzt, der passt gut dahin. Ja. Der Helfen. So. So, da ist der Keil, der muss noch an. So. Kannst du den Hecker? Dann hau ich mal am Knie noch. Oh, das Knie, da kommt so lauter. So geht der gedreht. Also. So. Da ist der Tod umgegangen. Ist gut. Jawohl. So, wir haben noch ein paar kleine Schleitern dazwischen. So. So, das sitzt, wa? Ja. Jawohl. Die beiden ersten Bögen sind gesetzt, die einzelnen Steine unterfüttert und verkeilt. Hier, Mann, das ist ja
Während die Kalkbrenner die nächsten Bögen in Angriff nehmen, betrachten wir die Wände des Ofenschachtes. Während der Boden aus Sandstein besteht, ist die Wandung aus Ziegelsteinen im Binderverband gemauert. Besonders über dem Mundloch ist die Wandoberfläche verschmort und mit kristallisiertem Sandstein sowie mit festgebranntem Kalkstein überzogen. Der obere Abschluss des Ofenschachtes, Krone genannt, besteht aus größeren Sandsteinquadern. So, der hat's gut hin und rein. Die geht so nicht. Hallo, das ist so nicht gemeint, wann das ging. Jo. Da hätte noch ein Keilchen dabei genommen. Das Teil setzt man, ne? Ja. Dann machen wir die Hanne weiter. Da muss die Leder weg. Ich hole die Leder weg, jawohl. So, oh, was hindert die halt nicht mehr. So. Jetzt kommen die Bohren weiter. Ja. Das Setzen des Feuerungsgewölbes und das Füllen des Ofens erfordern neben körperlicher Ausdauer auch viel Erfahrung. Die Kalkbrenner müssen darauf achten, dass die Bögen dem gesamten Druck der Kalksteine standhalten und dass die Zugkanäle eine gleichmäßige Befeuerung gewährleisten. Zudem muss das Gewölbe so gebaut sein, dass durch kleine Öffnungen die Hitze nach oben ziehen kann. Andererseits kann man durch geschicktes Füllen bis zu 15% mehr Kalksteine im Ofen unterbringen. So, und dann setzt den Hai noch an. So, und dann den Hai drauf. So, gesetzt. Mal Hund zu machen. Das geht nur gerne mit dem. So. Dann müssen wir noch Stein holen. So, dann machen wir her. Dann rum. Drei. Oh, da wäre ein Stein dazu. Lass den Zustand. Wenn wir so rumkommen, hey. Ja, dann gehen wir so rum. Die ovale Form des Feuerungsgewölbes ist deutlich erkennbar. Vier Bögen sind, beginnend am Mundloch, bereits gesetzt. Die Kalkbrenner verlassen den Schacht und werfen wieder Steine auf den Ofenboden. Nun ist allerdings wichtig, die gesetzten Bögen oder die anderen Teile des halbfertigen Gewölbes nicht durch unplatzierte Würfe zu beschädigen. Die Kalksteine werden so geliefert, wie sie den Bruch verlassen haben. Größere Steine müssen also zerkleinert und auf ein Volumen gebracht werden, welches das Durchbrennen ermöglicht. Nicht jeder kohlensaure Kalk, chemisch CaCO3 oder Calciumcarbonat, ist für die Herstellung von gebranntem Kalk geeignet. Er darf vor allen Dingen nicht zu hart sein. Beim Vorgang des Kalkbrennens spaltet sich bei einer Temperatur von etwa 1200 Grad Celsius Kohlendioxid aus dem Calciumcarbonat ab. Übrig bleibt Calciumoxid, das man als gebrannten Kalk, Brandkalk oder Ätzkalk bezeichnet. Der gebrannte Kalk wird zur Düngung oder als gelöschter Kalk beim Hausbau für Putz, Farbe und Mörtel verwendet. In den Weinbergen der Mittelmosel spritzte man mit Kupferkalkbrühe, einer Mischung aus Kupfervitriol und gebranntem Kalk. Im Gegensatz zur relativ glatten Oberseite der Bögen hat die Unterseite ein gezacktes Aussehen. Das Steipen runter schmeißen.
Aber ich schmeiß da eine ran. So. Die Holzstützen, Steipen genannt, benötigt man zum Abstützen der nächsten Bögen, die sich mit wachsender Entfernung zum Mundloch stärker verjüngen. So, Jupp, ich gehe mal herunter. Da gehen euch ja die Stirn um. Ja, wie so wachsen sein. Ja. Dass das Loch jetzt frei geht, da können wir auch den Gewölf weiterbauen. Ja. Hey. Ich hole, wer geht das so gesagt? Ja. Müssen wir Steifen haben? Ja. Steif drin. So. Den ist fein. Passt der so? Warte, ich muss jetzt drehen wir auch nicht, also rum. Nee, gut. So? Nee, kommt der Kimse Spatz. Ja, passt nicht richtig. So? Noch nicht. Dreh nur es rum, wie was siehst. Aha. Du mit, Bern. So, wann steht drin? So. Ja. So halten. Jawohl. Ich hab den noch mal her. Ja. Noch Steifen. Ja. Und noch ein bisschen hier runter. Ja. Ja. So. Das halt Ding noch am Ende. So nicht gemeint. Ah ja, da mal zuhören. So. So, ein Steif. Das ist ja nicht her. Ja, jetzt hat er Steif drin. Richtig schweig. So. So, da kommt das Herz mehr. So. Ein bisschen auseinander. Ja. Das ist jetzt. Ja. Der nächste Bogen ist fertig gesetzt. Die einzelnen Steine werden wieder verkeilt und festgeklopft. Da sich der Bogen nach dem Verkeilen und Festklopfen selbst trägt, können die Kalkbrenner die Steipen entfernen. Da komm ich kurz rüber. So, dann holen wir mal Steipen weg, ne? Ja, die ist auch noch rüber. So.
So. Ja, hopp. So, da gehen wir uns dann neu, ja. Die Arbeit am Feuerungsgewölbe ist inzwischen weit fortgeschritten. Die Bögen vom Mundloch aus sind fertig, vom hinteren Teil des Ofenschachtes und den Seiten her neigen sich die Steine zum Schlussstein hin. Scheide. Auch im Endstadium des Gewölbebaus müssen die Steine sorgfältig ausgesucht und eingepasst werden. Nicht immer verläuft das Setzen so reibungslos wie hier. So, ich habe abgeschlossen. Ja. Ist fertig. Ja, da werde ich mal so verschwinden. Ja. Na ja, dann halte ich munter. Der alte Kalkbrenner verlässt durch das Mundloch den Ofenschacht. Ist bislang von innen und außen am Gewölbe gearbeitet worden, erfolgt die Fertigstellung nur von außen. Ja, da kommt er runter, dann setzen wir zusammen. Da wird das wohl klappen. So, so mach mal los. Sind da drei halbe Stunden fertig? Das haben der dicke Nil. Heide los, den holen wir noch ran. Heide? Heide. Foto Heide. Da kommt das Zerst den Hai rum, hier an das Ding. So kommt den ran. Ja. So gut. Dreh den noch ein bisschen rum. Ja. Der kommt so ran. Ja, ja, der muss. Ja, der muss. Also, nee. Auf den Halt. Halt du das. Ich muss den Hai ein bisschen heben. Dreh ihn so. Mit Blut, so. Flo ran. So. Ja. So. So. Jetzt lass den her. Hilf dir ein bisschen auf. So, der Lamm wird gut passen, nicht? Ja. Setz es an. So, wunderbar. So. So. Prima. Der komplizierte Teil beim Füllen des Ofens, nämlich das Setzen des Feuerungsgewölbes, ist abgeschlossen. Die zuletzt gesetzten Steine werden verkeilt und festgeklopft. Ein paar Splitter dabei. So, ich hab das Gewölbe ja fertig, wa? Ja. Da holen wir die Steine, da gehen wir ab. Ja. Und dann bauen wir weiter noch auf den Ofen die Stirn auf. So, da gehen wir ja noch. Dann kommst du noch her.
Das fertige Gewölbe ist etwa 1,20 Meter hoch und 1,80 Meter tief. Sieht man vom Mundloch aus in das Gewölbe hinein, erkennt man, wie kunstfertig und stabil es gesetzt ist. Vor allen Dingen muss es den Druck der Ofenfüllung aushalten und einen gleichmäßigen Brand gewährleisten. Letzteres geschieht hauptsächlich durch die Zugkanäle. Die passt also. Sie kann der Eisenbahn drüber laufen. Um das Gewölbe durch die Wucht der aufprallenden Steine nicht unnötig zu belasten, wirft man die Steine nahe der Wandung in den Schacht. Dabei werden kleinere Steine mehr zum Rand hin platziert, die größeren verlieren beim Aufprall an Schwung und kullern auf die Gewölbemitte. Da die Temperatur in der Schachtmitte am höchsten ist, sollen die großen Steine dort zu liegen kommen. Jetzt werden wir den Ofen bald voll. Oh, kann man bald helfen. Oh, oh, dann haben wir gleich voll. Die sogenannten Kiesel werden wiederum aussortiert und erst zum Abdecken der Füllung verwendet. Das Kalkbrennen war in der Eifel ein wichtiger bäuerlicher Nebenerwerb. Im frühen 19. Jahrhundert gab es im Bereich Bitburg nur eine gewerbliche Kalkbrennerei, da, wie es in der französischen Wirtschaftsstatistik hieß, die Bewohner selbst den Kalk brennen, dessen sie zum Bau ihrer Häuser oder zur Verbesserung ihrer Ländereien bedürfen. Noch zwischen den beiden Weltkriegen gingen in den Ortschaften Gransdorf, Oberkeil, Spangdahlem, Gindorf und Pickliesem 13 Kalkbrenner ihrem Gewerbe nach. Gebrannt wurde zwischen März und Allerheiligen, bei Bedarf auch noch bis in den Dezember hinein. Da der Kalkbrenner sich fast ununterbrochen am Ofen aufhielt, musste sich seine Familie um die 5 bis 10 Hektar Land sowie um die 5 bis 8 Kühe kümmern. Während sich der Ofen allmählich füllt, beginnen bereits die Vorbereitungen zum Brennen. Für die Abdeckung benötigt man ein Lehm-Wasser-Gemisch, das in der Anfangsphase des Brennens auf die oberste Kieselschicht aufgebracht wird. Man mengt es am Vortag an, damit der Lehm gut durchzieht. Von dem Bauschutt, der neben dem Doppelofen lagert, kann man die unversehrten Ziegelsteine für die Abdeckung der Ofenkrone während des Brennens benutzen. Das Füllen des Ofens nähert sich allmählich seinem Ende. Die Steine reichen bereits bis etwa 1,5 Meter unterhalb der Ofenkrone. Nun beginnt die letzte Phase des Füllvorgangs. Die Steine an der Wandung werden hochkant gestellt und langsam so nach innen gezogen, dass auf Höhe der Krone zwischen Wandung und Steinen ein Spalt von etwa 10 cm entsteht. Dieser Spalt ist notwendig, damit die Hitze seitlich nach oben aus dem Ofen ziehen kann und die Steinmasse beim Brennen nicht verbackt. Die großen Steine sollen nicht flach liegen, sondern hochkant geschichtet werden, da sie sonst nicht durchbrennen. Nur teilweise oder nicht richtig gebrannte Steine nennt man Kälber. Thank you.
Am Rand der Ofenkrone häufen sich immer mehr kleine Steine, die die Kalkbrenner für die oberste Schicht der Füllung verwenden. Das Kalkbrennen in der Eifel hat eine rund 2000-jährige Tradition, die von den Römern begründet worden ist. Sie bauten bereits damals professionelle Öfen. Zu weitreichender wirtschaftlicher Bedeutung gelangte das Gewerbe im 19. Jahrhundert. Der Schacht ist fast gefüllt. Immer wieder steigen die Kalkbrenner in den Ofen, um die größeren Steine hochkant in die Mitte und die kleineren im Abstand zur Wandung aufzuschichten. Sorgfältig wird der Rand in einem Abstand von etwa 10 cm zur Wandung aufgeschichtet. Die hierzu verwendeten Steine haben einen Durchmesser von höchstens 20 cm. Da wären wir ja fertig, da könnten wir ja geben, da haben wir genug geschafft. Nach rund 2 Tagen ist der Ofen mit 450 Zentnern Kalkstein gefüllt. Nun kann das eigentliche Kalkbrennen beginnen.